Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Roy P. und ich begrüße euch zurück zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Boom. Wir machen heute Quest und tun Steinchen sammeln, ne? Guter Plan, okay, cool. Hier, ich habe das letzte C3PO Statuen Ding gefunden. Mein Fehler war immer, hier sind ja drei Ebenen, ne? Das ist die mittlere und ganz unten ist immer die unterste. Ich bin immer zur untersten gegangen und habe mich halt gewundert, warum da irgendwie nichts ist, ne? Und ja, dann habe ich dann halt herausgefunden, da ist ja noch eine zweite Ebene. Vielleicht sollte ich die mal hier. Vielleicht sollte ich die ja mal hier irgendwie abchecken, ne? Und jetzt hängt die in seinen Kopf dazwischen. Das gibt's jetzt nicht. Kollege. Hey. Jetzt hängt in seinem blöder Kopf dazwischen. Gehst du da raus? Das gibt's jetzt nicht. Gehst du da raus? Meine Güte. So. Wir sind hier auf Endor. Wenn man hier zeugt. Boah. Wir haben alle Dinger. Ich frage mich, was für eine Position Anakin hat. Weil er ist ja der Erschaffer von C3PO, ne? Er ist der Erschaffer von dem Gott von diesen Fellknollen. Sie benutzen mich als Statue. Als goldener Gott. An ein Wesen namens C3PO. Mein alter Meister sagte immer, ich sei nutzlos. Ich schätze, ich habe ihm das Gegenteil bewiesen. Jetzt bin ich ein Idol. Yay. Gut. Alle sind übrigens immer noch Gong-Druiden. Ich finde diesen Pausebildschirm so gut. Okay, cool. Ich weiß immer noch nicht, wo der Schlüssel ist, den ich hier für diesen einen Ding brauche, aber also machen, ne? Irgendwann wird sich das schon alles hier finden lassen. So, irgendwo hier war noch eine Quest, glaube ich, und da ist irgendwie auch noch ein paar Steine, ne? Gucken wir mal, wenn ich jetzt wüsste, wo das nochmal war. Wo ist das? Ich weiß übrigens nicht, was das hier mal ist. Verbündeter, okay. Ich bin schon mal letztens war nicht hier einer meiner Charaktere. Wo sind die Quest jetzt hier? Ja, dann gehen wir erstmal zu den Steinen. Ich wollte euch ja eigentlich hier bei dieser Charakterquest hier aufsuchen, die ich gefunden hatte. Aber ich kann nicht einfach mit einem Dings hier aufschießen. Aber bitte sag mir, der Schlüssel ist jetzt nicht irgendwo hier drin, ne? Ist er irgendwo hier drin, ne? Er ist irgendwo hier drin, ne? Pass auf. Auch damit, genau. Immer spielt er auf dieser kaputten Brücke. Kaputte Brücke, alles klar. Ja, das habe ich auch schon letztens mal. Wo auch immer diese kaputte Brücke ist. Nein. Ich muss dann den ganzen Weg dann dahin schleppen. Wo soll ich denn jetzt? Wir wissen, wo eine kaputte Brücke ist. Das kann noch ein bisschen dauern, habe ich so ein Gefühl. Kaputte Brücke. Ja, da werde ich irgendwann auf Screen suchen. Ich habe keine Lust. Weil irgendwie noch der einzige Stein ist, der übrig bleibt, was gar nicht mehr so weit entfernt ist. Ich wollte eigentlich diese Charakterquest, die ich offscreen gefunden hatte, wollte ich eigentlich heute starten, aber muss ich erst mal finden, ne? Und im Moment sieht es nicht so gut aus, habe ich so ein Gefühl. Hätte er immer noch das Ding da fest? Ich wollte schon sagen, der hätte jetzt nicht immer noch das Ding fest, ne? Ach, er ist ein Schurke, nicht Kopfgeldjäger. Wollen wir den jetzt eigentlich hier so rutschen? So, bin ich jetzt sehr blind oder was? Ich habe doch letztens hier noch eine Quest gesehen irgendwo. Sind wir so Charakter-Quests und so, ne?
Na gut, dann nicht. Dann gehen wir nach Mustafa, weil ich finde, da haben wir noch relativ viel nicht gefunden. Also gehen wir da lang, ne? Ich habe letztens hier eine Quest gesehen irgendwo, ne? Eine Charakterquest, aber wenn er mir nicht zeigt, dann was soll ich dann machen, ne? Dann gehen wir auf einen anderen Planeten, ne? Ist ja nicht so, als hätte ich nicht noch eine Wahl, hier irgendwo anders hinzugehen. So, aber langsam wird es so ein bisschen spärlich, so wo wir hier noch was machen können, ne? So langsam gehen uns hier die Planeten aus, glaube ich. Boah, waren wir schon lange nicht mehr. So, du langweilst mich schon. Wir nehmen einen hier mal. Lass mal wieder Qui-Gon nehmen. Um Hilfe zu bitten, zeugt von Stärke, nicht von Schwäche. Qui-Gon Jinn. Ja. So. Guck mal, was wir hier noch so haben. Ich sehe definitiv noch ein paar Ringe. Also gucken wir mal. Nein. Ah. So. Schon lange nicht mehr hier gewesen. Ja, alles ist schon wieder hier so verzwickt. Lamento. So, da sehe ich noch ein Schlösschen. Aber hatte ich das schon mal geöffnet? Habe ich das jetzt schon? Kann ich gar nicht aktivieren. Okay. So, wir dazu. So, wo sind die ganzen Dinger? Scheinen die alle irgendwie so zu verpassen. Unter ja. Müsst ja auf der Karte sehen eigentlich, ne? Hier unter mir. Besonderen Fähigkeiten werden hier nützlich sein. Boah, wo ist denn das? Runter, ne? So, hier haben wir schon, ne? Boah. Hier schon drin, sieht so neu aus. Kann man der schwarzen Sonne, nee, da war ich schon. Okay, hier sehe ich gerade was. Einfach nur hier. Ja, so etwas habe ich nicht mehr gesehen. Viel Vorsprung. Du erinnerst dich an mich, als ich noch ein kleiner Junge war. Hm? So, ich glaube, hier wird die Erkundung nicht so lange dauern. Ich glaube, beim nächsten Mal machen wir schon ja die Sequel-Trilogie, wenn mir so langsam ein bisschen so der Content ausgeht, so in Sachen, was ich hier noch machen kann und so, ne? Ich nehme an, sobald ich alle Trilogien abgeschlossen habe, dann wird das meiste sich hier so öffnen, ne? So ein Content, ne? Würde ich jetzt mal raten, ne? Also, wie komme ich denn jetzt hier überall hoch, ey? Was? Ist da gerade einer, hier mal an mir vorbeigeflogen? Mein Gott. So, boah, jetzt kann ich ja schon wieder wechseln. Nein. Wo ist er? Ah, wie komme ich da oben hin, Mann? Ah. Von da aus sein, ne? Nehme ich an. Die sollten ja alle so miteinander verbunden sein, die ganzen Orte irgendwie. Und das einfach zum Navigieren ist irgendwie. Aber jetzt hat immer irgendwie so, oh, du kommst nur dahin, wenn du irgendwie nur diesen bestimmten Part gehst, ne?
Und dann sitzt du an da und denkst dich so, boah, wie komme ich denn da hin? Und dann kommst du nicht dahin. Da ist schon wieder Torstern. Mein Gott, was sind da für Lichter? Von hier aus. Das explodierte so. So, bin ich auch falsch, glaube ich. Ja, Leute, ich muss auch wissen, wie man da hinkommt überall, ne? Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Voll verzwickt hier. Gibt es wieder wahrscheinlich nur so einen einzigen Weg, der mich dahin führt, ne? Aber wenn ich den nicht finde, dann ja, bin ich geliefert. Nicht mit den Dingern, kann man die erschießen? Die fliegen hier überall durch die Gegend. Das ist irgendwie verdächtig. Das bin ich wieder hier. Jetzt bin ich wieder hier. Ey. Glaube ich wieder hier den blöden Gang durch die Gegend. Mein Gott. So, als nächstes holen wir uns den da. Und so, ich halte den im Blickwinkel. So. Lass mich da hoch. Für Geräusche. Ja, damit schon gleiten, da gefällt mir jetzt schon mal nicht, ne? Und hier die Dinger scheinen manchmal zu spawnen und manchmal nicht. Da. Ausgezeichnet. Wir kommen voran. Ich wollte eigentlich nach oben, aber okay. So, hier war ich wieder am blöden. Kann man nicht auch so schaffen? Sieht voll so aus, als könnte man so schaffen. Aber okay. Okay. So. Bleh. Ich so viel aufgetan, nachdem ich den Schrottsammler freigeschaltet habe, ne? So die Hälfte des Spiels hat ich danach irgendwie so aufgetan. Oh Gott. Oben beim Ofen. Wollen wir hier den Dings hier, den Schaman oder so stattdessen nehmen. Okay. Der nächste ist da und da. Okay. Da ist der Todesstern. Okay. Da nochmal Schrottsammler. So, nee, nicht schon wieder so weit. Aber ich weiß auch, wie man hat. Oder reicht hat. Ja, reicht doch. Ich dachte, ich muss ja schon wieder so wechseln zum Ding jetzt hier, zu einem Charakter, während ich da oben am Klettern bin. Oh, nö. Abbau und Aufstieg. So. Zwei. Und anscheinend sind ja keine Quests gerade. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. So. Da sieht aus, muss ich klettern. Nein, komm. Ach komm. Oh. Ach. Die Leute sind aber auch beschissen gemacht, ey. Die sind so schnell, die sind viel zu schnell. Da kommst du auch nie im Leben hin. So. Ja, verdammt. So, vorsichtig. Ich habe keine Lust, nochmal hier zu gehen. Äh.
deutlich über dir. Ganz deutlich über dir. Komme ich da zurück? Ja, ne. Boah. Okay, DLC drin. Oh, das DLC hier, cool. So, ich sehe nirgends so eine Quest oder so. Irgendwie sie auf der Karte noch nicht aufgelegt. Hier ist ja nirgends so eine Quest, okay. Dann gehen wir woanders hin, ne? Habe ich irgendeine Quest noch, die aktiv ist? Ich meine, da steht ja auch alles noch blockiert und so, ne? Deswegen ist ja klar. Gerücht nicht gefunden. Jundlandwüste. Jundlandwüste sind noch so viele Sachen. Kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Ich meine, da sind noch eine Menge Sachen, ne? Aber wo sind da alles Quests? Ich habe da nichts gesehen, glaube ich. Ich weiß, da ist dieses Gitter mit den Javas, ne? Aber wie man da reinkommt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay, wenn da noch Gerüchte sind und ich der Todesstern, wenn ich den angeblich noch finden kann, dann gucken wir mal, ne? Oh. Guck mal, ich schaue mich mal um. Ich habe vielleicht erstmal auf die Karte gucken sollen, bevor ich mich hierhin teleportiert habe, ne? Ich habe vergessen, dass das eine Option ist. So, doch, hier ist eine Quest schon mal. Eine Menge Quests, ja, sind eine ganze Menge Quests. Alles klar, gut. Bin nicht umsonst hingekommen. Okay. Dann gucken wir mal, was wir da so finden können. Falscher Knopf, falscher Knopf. Da ist irgendwo eine. Ne, das ist der Dings. Kontrollieren die beiden sich überall aus, Mann. Man kann sie nicht aufhalten. So, ich laufe einfach immer hier so in der Gegend rum, ne? Ich habe da beim Salak Pit war irgendwas, ne? Ne, hier haben wir was. Genau, ein Java, aber hier, das kann ich mich nur dran erinnern. Was ich in der Nähe von Salakgrube. Mein Rudel nicht sei nicht vorsichtig und hineingefallen. Wird jetzt langsam im Salakbauch verdaut. Er ist nicht mehr wert, wenn ihr Salak aufgelöst. Wenn ihr imperiale Schiffe laden, E-Pass steht für Ein-Mann-Pampe. Sie zwingen gefangene Rebellen, die zu essen, aber bleiben nicht lange im Magen. Wenn wir die wenn wir die an unsere Salak-Freunde füttern, ich vielleicht Druiden wiederbekommen. Könnt ihr böse imperiale Schiffe zerstören und E-Pass besorgen? Wüste übersehen mit imperialem Schiffswrack. Einige müssen noch E-Pass im Inneren haben. Für Besties wie Salak, wir brauchen viele E-Pass. Dann krieg ich ein Java, ne? Oh, ich will ein Java haben. Udidi. Da ist schon einer mit roten Augen gewesen. Mein Geschäftspartner drüben den Salak-Code verloren. Er glaubt, er kann retten. Dummer Java. Mein Gott, ist Schweinegeräusche. So klingt der Salak, so ein Schwein. Alles klar. Gut, haben wir noch was zu tun, mindestens. Haben wir noch drei Quests hier, mindestens. Gehen wir aus dem Weg. So, Schrebsfrack, das hier. So, weiter hier. Wir sind Imperiale. Ja, warte. Da war schon, okay. Na gut. Ja, ich muss auch nicht töten. Ich kann auch einfach nur die Dinge einsammeln, ne? Das ist kein Ding, kein Problem.
Ja, ist er da? Bin ich das gewesen? Hier. Nein. Wirst du ein N? Hallo? Ja, ne? Ja. Mein Gott. Okay. Gib mir mal den Dings hier. Einfach nur, ich meine, wenn wir schon überall Gonk-Bürger haben, ne? Ist halt, damit ich den irgendwie auseinanderhalten kann. Kann er eigentlich auch noch da drauf? Nee, schade. Da sind wir ein bisschen schneller unterwegs, ne? Geht halt nicht so ohne Speed, ne? Ich weiß nicht, ob wir schon die ersten 6 Trilogien hinter uns haben. So, wo haben wir hier? Schiff. Wow. Halt. Ich war da oben. Oh, ein Gerücht, okay. So, so, Kiste, mein Gott. So. Ja, noch viel schneller so. Natürlich habe ich einen goldenen Gongtruin und mit hier. Oh, perfekt. Direkt gesehen. Wenn ich ja nicht direkt verwirrt werde, ne? Mit den anderen Gongtruinen, die herumlaufen. So, wo noch? Also eine Briale. Hast du gerade gesagt EPAs? Ich auch. Deswegen muss ich jetzt schnell weg. Das viele, viele Epas, das sollte reichen, um Riesensalatwagen zu verderben, um meine armen Druiden zu retten. Wo ist das? Ich hab so irgendwie so ein Gefühl. Ein voller Erfolg. Der Plan funktionierte besser als erwartet. Aber Bertie sagt stank. Der Druide. Es kommt von Druiden. Ich ertrage das nicht. Ich sage euch was. Warum nehmt ihr den Druiden nicht? Als Dankeschön. Ja, genau. Ein Dankeschön. Der Stinker gehört jetzt euch. Geschenk ist geschenkt. Irgendwas sagt mir, ich krieg eine Trophäe, wenn ich hier reingehe. Gott, nein. Okay, schade. Ich habe gedacht, vielleicht will ich auch Boba Fett spielen, weiß nicht. So, das hat echt ein stinkender Druide. So, boah, ich muss ja weg. So, nächstes Ding. Hier waren noch viel mehr Quests. Da ist eine. Na, wo ist mein Gong-Druide? Gong, Gong, Gong. Hey. Kann jemand diese Viecher totschlagen? Ja, dieser jemand bin ich. Und ich werde es tun. So. Ihn kann ich freischalten, ehrlich. Wie nennt man eine besonders kühle Tatooianerin? Miss Eisley. Hä? Verstanden? Wie Moss Eisley, nur Miss Eis. Oh, er spricht sogar. Ich hätte nicht gedacht, dass er sprechen kann. Ich weiß, er ist furchtbar. Wenn ich nicht
bald ein paar gute neue Witze finde, schlägt der Chef mich windelweich. Ein Hofnarr, der nicht witzig ist, hat nämlich bald nichts mehr zu lachen. Du musst mir helfen. Es ist ein bisschen öde hier in der Wüste, aber in Mos Eisley müsste es einige Spaßvögel geben, denen man Gags stehlen kann. Wenn du also Leute lachen hörst, geh einfach näher ran und lass mich über Funk mithören. Ich gebe Bescheid, ob die Witze was taugen. 5 gute sollten reichen, damit ich über die Runden komme. Okay, wer ist dein Boss? Jabba, der ist tot. Wo ist er damit? Ja, und am noch Mos Eisley. Wo ich jetzt hier mehrere Quests wieder annehmen und wieder den Überblick verliere. Mein Gong-Druide da einsteigen, mein anderer Verbündeter nicht. Sehr gut. Prioritäten. Schuttel der Handelsfeuerreizung. Bislang problemlos? Oh, Vorsicht. Ihr seid jetzt in Mos Eisley, also wird das nicht so bleiben. Ich wünschte, ich könnte diese Viecher da. Boah, ich bin eine Sekunde hier, ne? Ich finde das jetzt schon zum Kotzen hier. So. Das Icon da auf der linken Seite. Da sind wir noch der Torstern. Der zweite. Nicht der erste, der zweite. Ich hatte ganz der Torstern, aber ich meine Torstern als zweiter. Muss ich den Gong-Druiden jetzt hören, beim Witze erzählen? Was? Hey, denkt ihr, könnt ihr einfach reinschneiden und die privaten Witze der Leute mithören? Na gut, da ihr echt traurig aussieht, kann ich euch einen erzählen. Wie nennt man verfressene Druiden? Gastronomechts. Schon gut, da ich selbst Druide bin, darf ich solche Witze machen. Boah. Das bringt mich zum Lachen. Das tut einfach wieder von dem Himmel springen, ne? Oh. Gastronom. Bei jedem von denen ist einer so am Stehen. Nee. Oh, da haben wir jemanden erwischt, der das Wort mit dem Fremdwörterbuch nachschlagen muss. Was gibt es noch? Jemand, weil die ja was gut im Verkaufen sind oder was? Deswegen ist auch so, boah. Ich kenne keine Witze, aber die Leute lachen mich immer aus, wenn ich meine ernsten philosophischen Fragen stelle. Wie etwa, wann geht den Sif ein Licht auf? Nie. Sie tappen im Dunkeln. Seht ihr? Ich weiß nicht, was an den Sith zum Lachen ist. Weiß überhaupt jemand, was Sith sind? Ich glaube nicht, dass Leute wissen, was ein Sith ist. Und den gibt es auch nur einen oder zwei. Im Imperator wissen ja nicht alle, dass der ein Sith ist. Also gibt es eigentlich nur einen, ne? Zu der Zeit jedenfalls. Okay. Muss jetzt mal so ein blödes Viech da in der Nähe stehen. Ihr kommt gerade recht, dieser Witz. Der ist ein echter Brüller. Jabba der Hutte. Hat welche zweiten Vornamen? Na der natürlich. Das ist witzig, weil die Antwort, die in die Frage vorkommt. Ja, gute Idee. Mach dich über deinen Boss lustig. Ja, mach dich über deinen Boss lustig. Das ist eine sehr gute Idee. Jabba der Hutte. Wie wär's mit Jabba der Fette? Zum Totlachen, ne? Okay. Jabba Fleisch? Was? Das ist braun und klebrig. Einen Marmelade gefallener Ewok. Oder Wookie. Oder Banta.
oder jede andere braune Kreatur. Ist das schon ein Witz? Den kann ich definitiv nicht verwenden. Es ist braun und springt von Baum zu Baum. Ein Klingonen Trainingsanzug. Wollt ihr ihn hören? Klassiker, ne? Warum legt man sich besser nicht mit der Wookiee-Armee an? Weil die Haare auf den Zähnen haben. Ich lach mich kaputt. Oh Mann. Die Leute müssen echt mal eine gute Comedy-Show oder so anschauen. Oh, Bug. Wenn die nicht wissen, sie um jede Ecke stehen würden, ne? Oh. So. Wie nennt man einen boxenden Protokoll-Druiden? K.O.P.O. natürlich. Sehr gut. Den kannst du behalten. Den werde ich auch behalten. Na, mit der kann ich gar nicht reden. Ja, wollte gerade sagen. Oh Mann. Kowakianischer Komiker. Was für ein Auto fährt Yoda am liebsten? Einen Toyota. Eine schöne Reise. Was ist Chewbaccas Lieblingsband? Ne, Quatsch. Was ist Chewbaccas Lieblingsinstrument? Ein Pan Solo. Willkommen in der Wüste von Tatooine. Was ist das Lieblingsgericht eines Jedis? Obi-Wan Kenobi. Ich weiß, von den Game Grumps geklaut. So. Dann haben wir ja immer noch zwei Quests, ne? Habe ich, glaube ich, gesehen. Da eine. Ne, doch zwei. So irgendwie so ein Speeder oder so. Da ist der. Boah. Darf ich noch einfacher, ne? So, Bin ich ja richtig? Ich weiß es nicht. Boah. Ich glaube nicht. Verdammt. Ich werde eigentlich damit schnell durch die Gegend. Boah. Okay, versuchen wir nochmal. Ist noch ein Speeder? Bist du schnell? Bist du schnell? Ja, ne. Ich habe dich noch nicht mal berührt, Kollege. Okay. Kannst auch ein bisschen übertreiben. Nein, jetzt bin ich schon wieder hier beinahe eingeflogen. Wo kriegt Darth Vader all seine Designerschuhe her? Aus der Darth Maul. Okay. Was sagt jemand zu seinen? Ja, das funktioniert auf Englisch. Was sagt ein Jockey zu seinen Lieblings? Ne, was sagt jemand zu seinem Lieblingsjockey? Use the horse. So, hey, den habe ich auch als Lego-Figur. Droiden sind heutzutage schwer zu finden. Buchstäblich. Mein Assistent 88 ist verschwunden. Er hat schon öfter davon geredet, irgendwo ein neues Leben anzufangen. Droiden sind lästig, um ehrlich zu sein. Ich werde 88 wohl etwas umprogrammieren. Aber zuerst brauche ich jemanden, der ihn wieder einfängt. Dieser jemand bin ich. Die 8 hat kein Transportmittel, also würde ich vermuten,
dass er noch irgendwo in der Wüste ist. Ihr erkennt ihn an seinem, nun, um es ganz offen zu sagen, an seiner fiesen Visage. Alles klar. Gut. Ich noch mal die andere Quest hier. Okay, ganz ruhig. Irgendwo in der Nähe. Bist du denn? Was bist du denn? Darauf kommen wir später zurück, weil das ist auch eine Quest. Kleiner Elefantenmensch. Wir sehen viele Droiden in der Wüste. Fängel muss genauer sein. Ach, großzügiger Droide, der schleicht manchmal beim Java drauf rum. Unheimlich. Wünschte, er würde verschwinden. Okay. Ich dachte, ich würde mal. Ich habe doch ein Java bekommen, oder? Habe ich ein Java? Ne, ich habe ein Droid bekommen. Nur ein. Ich doch mal ein Java her. So, hier. Kann ich absteigen? Er ist da weg. Der schreckliche Droide aus Jabba's Palast war da, aber keine Sorge, ich habe mich versteckt, bevor er mir etwas antun konnte. Wo ist er denn? Nein. So, hier sind noch drei Steine, die ich nicht habe. Er sucht furchterregenden Druiden, der klaut unsere Druiden, aber sehr ungeschickt, lässt Teile fallen auf der Flucht. Also nur, nicht nur Dieb, sondern auch Tölpe. So. Wie stehst du denn? Was zum, wann hast du gerade abgeschossen? Ganz ruhig, ganz ruhig. Oh. So, du, ich habe doch gesehen schon mal. Komm ich hoch, ne? Ja. Hallöchen. Ja, bitte. Seltsam. Ich habe noch niemandem von meinem neuen Geschäft als Freiberufler erzählt. Aber die Kunden stehen bereits Schlange. Leider kann ich nur jeweils einen Kunden betreuen. Die Umstände hier sind suboptimal. Aber das ist ein geringer Preis, wenn ich dafür die Druiden für mich allein haben kann. Okay. Sieht nicht gruselig aus. Was ist denn da gerade passiert? Was war das gerade? Hat der Torstein gerade gefeuert? Gut. So, jetzt bist du dran. Das ist der Plan. Aber ich war bereit zu kontern. Was? Dann bring ihn mal aus. Lass immer weitergehen, immer weitergehen. Und jetzt Rainer. Ich bekomme die ganze Zeit hier so Ads von Hero Wars, ey. Das kotzt mich an. Aber auch
aber einfach nur, ey. Jede einzelne Ad, die ich bekomme, ey. Warum teleportierst du mich nicht zu dir zurück? Oh, okay. Wollte schon sagen. Was ist denn da für ein roter Droide gewesen? Aber cool. Also wirklich. Diesmal bist du zu weit gegangen, ey. Den roten habe ich, aber den anderen nicht. Schreit nach strenger Bestrafung. Ich werde eine Weile brauchen, um mir das Richtige auszudenken. Und Vorfreude ist ja die schönste Freude, wie jeder gute Droide weiß. Warte, welche? Gewalter Droide. Das ist ein Protokoll-Droide, ne? Ne? Der andere 8D8. Oh, er. Aber was mit dem anderen? Ich hier nicht auch. Ja, den muss ich. Den muss ich kaufen. Ist klar. Na gut. Wie sieht jetzt aus? 58,5. Man geht jetzt so langsam hoch. Ich mache doch ja nichts als Quest gerade. 56 von 140, sind immer noch voll viele. Okay. So, was ist dieser Elefantenmensch, den ich hier gerade gefunden habe? Was um Gottes Willen bist du? Ich sitze in der Klemme, Mann. Was ist diese Stimme? Auftritt auf Nabu, aber ich kann nicht aus dem Haus gehen, ohne dass jemand versucht, mich einen Kopf kürzer zu machen. Keine Ahnung. Das ist nicht die Stimme, die ich erwartet hätte. Nicht mögen, Mann, aber ich brauche deine Hilfe, wenn ich meine Kurse in der Galaxis verbreiten will. Danke, Mann. Klar. Ich nehme an, du hast ein Schiff, mit dem wir von diesem staubigen Planeten abhauen können. Hm, dann nichts wie los. Wir wissen nur so was, was die da gemacht haben, ne? Mit den ganzen Stimmen, ne? So, ey, krass, Alter. Ich muss dich warnen, Mann. Ich bin Pazifist. Erwarte also in einem Kampf keine große Hilfe. Was ist diese Stimme? Hm. War gerade irgendwie, weil nicht. War aber mal so. Oh, das sind dann wohl meine Fans. Oh. Warum sind die hinter uns aufgetaucht? Ah! Was zum Moment in der. Dann halt da weiter, Mann. Wo hat denn der noch Boxerschutz angehabt? Irgendwie bin ich irgendwie, wenn ich hier durch die Gegend laufe und ich sehe so Lego-Sets, da sehe ich auch irgendwie so irgendwie so Lego-Sets. Ich weiß gar nicht, von was das ist. Das ist auch irgendwie so. Irgendwie so ein Jedi, der aussieht wie eine Maus oder so. Ich glaube, das heißt irgendwie. Jedi Kids oder Star Wars Kids oder irgendwie sowas. Ist ja wieder eine neue Serie, von der ich irgendwie nichts weiß. Aber ich habe keine Ahnung, was dieses Set sein soll. Also irgendwie Yoda und dann ist da irgendwie so ein Jedi, der aussieht wie eine Maus oder eine Ratte. Also Charaktere, von denen ich noch nie gehört habe, ehrlich gesagt. Oder ich noch nie gesehen habe. So also die Rasse von denen allgemein schon. Seid ihr irgendwie damit verbunden? Ich weiß es nicht. Klar, machen wir jetzt alle 5 Sekunden mal an. Noch mehr uncoole Typen. Oh. Warum sind die alle so aggressiv und unentspannt, Mann? Müssen mal tiefenentspannter sein, Leute. So, geh weiter. Ein bisschen schneller machen, Kollege. So, da ist das, weil ich hier die ganze Zeit mache. Ja, jetzt lass dich von mir nicht ablenken, ne? Ich tue hier nur kaputt machen, um damit wir sicher sind, ne? Kein Ding. Noch mehr? Das gibt's doch nicht. Warum tauchen die immer hinter uns auf? Unser Kunde möchte deine Karriere beenden. Piu, 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 piu. Kunde? Dein Schiff ist gleich in der Nähe, oder?
Ja, keine Angst, Alter. Keine Angst, Mann. Wir sind schon fast da. Wir sind da. Hör mal, Mann. Ich brauche einen verwegenen Schurken, der mich nach Thieb schmuggelt. Und du bist kein Schurke. Also wird das nichts. Mein Gott. Das war nur die erste Strophe. Nun zum Refrain. Du musst mich pünktlich zum Auftritt nach Thieb bringen. Hoffentlich folgen sie uns nicht, aber versprechen kann ich nichts. Bereit? Sieht gar nicht aus, als wäre ein Star Wars Charakter, ey. Die Zeit läuft uns davon. Na gut, ich gehe ja schon. Okay, Nabu. Warum müssen wir eigentlich immer erst durch den Weltraum? Können wir nicht einfach direkt zum Planeten? Dann müssen wir diese ganzen Luftkämpfe gar nicht machen, ne? Müssen nachdenken, Leute, ne? Wenn wir nicht in den Weltraum fliegen, dann müssen wir auch keine Weltraumkämpfe machen, ne? Benutzt euer Hirn, Leute. Benutzt euer Gehirn. Das ist mein Finger, wie ich gegen meinen Kopf stoße, so. Oh mein Gott! Ah, keine Sorge. Nur halt übliche wieder. Ich werde schon wieder genervt, ne? Ja gut, mach hin. Da kommen Gegner, ich weiß. Das sind mal unruhige Gerüchte. So. Ich habe gar nichts gemacht. Sind die alle in Metroiden geknallt? Was macht denn ihr da? Hier geblieben. Pff. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Na gut, ja, okay, ja, komm. Na, mach schon. Ey. Oh, ich habe von Superfans gehört, Mann, aber die hier sind das genaue Gegenteil. Ja, gerade weil die solche Fans sind, ne? Da war sie tot. Okay. Da sind schon mehr Leute gestorben, als ich, weil ich geschossen habe. Ich sag. Da. Oh. Na komm, weiter. Können wir uns eigentlich überhaupt aufholen, wenn wir einfach hier in den Hyperraum gehen und einfach voll durchbrettern, ne? Wie können die uns dann überhaupt hier abfangen oder so? Verstehe nicht. Wir bewegen uns doch so schnell durch die Galaxis. So, bevor ich wieder irgendwo hier reinrenne, ne? Muss ich ja schon wieder pio. Da jetzt sind die Schüsse wieder normal. Ja, wo muss ich hin? Warum sind meine Schüsse jetzt wieder normal? Was sind meinen pio Geräuschen? Ja, die schießen noch. Wo sind deren Schiffe so dick? Ich will einfach treffen, ja. Okay, hier sind so viele Zeichen, weil er verwirrt mich alles voll. Hier so viele roten Dinger. Mein Gott, verpieselt euch. Ich fürchte, es gab ein Missverständnis wegen des Konzerts, zu dem ihr eingeladen wurdet. Es wurde als Rock-Duell angekündigt und anscheinend haben einige Bands das wörtlich genommen. Oh, nein, warum? Ist ja nichts passiert. Schwamm drüber, Mann. Da sind ja noch ein paar Leute von denen gestorben. Apropos, du solltest auch kommen. Ich widme
Ja, alles klar. Direkt hier abgeschossen, direkt versucht abzuschießen. Okay, okay. Oh, irgendwie sehe ich immer noch ein Ding hier. Hallo? Irgendwie sehe ich das Ding hier immer noch. Oh Mann. Tu jetzt hier nicht rumbuggen. Irgendwie habe ich keine Belohnung oder so bekommen. Und auch da ist irgendwas. Der nackt, der ist komplett nackt, ne? Okay, keine Ahnung. So, da steht immer noch abholen, aber was soll's. Wo waren wir denn schon lange nicht mehr? Eigentlich nirgendwo, ne? Wir haben eigentlich schon alles hier erledigt, ne? Ich weiß nicht, wo ja noch irgendwas sein könnte. Ich kann ja mal ja die Karten so abchecken, ne? Nein, die Karten abchecken. Jetzt gucken, ob da überhaupt noch Quests sind oder so, ne? Bevor ich dahin gehe, ne? Aber scheint mir irgendwo nichts mehr was zu sein, ne? Glaube ich. Okay. Und wenn ich hier nichts finde, dann heißt halt, wir können ja weiter. Da ist noch eine Quest, glaube ich. Okay, dann gehen wir nach Camino, ne? Wenn da noch eine Quest ist, ne? Irgendwie habe ich den immer noch hinter mir. Okay, hier ist er aber nicht mehr hinter mir. Gut. So, jetzt mal so ein bisschen noch so Staubkörnchen nur sammeln, ne? Und alles noch finden, was wir finden können, ne? Aber ich würde dann sagen, beim nächsten Mal machen wir dann schon weiter mit der Sequel-Trilogie, ne? Dann sind wir auch endlich da mal am Start. So, warte mal, der ist doch unbesiegbar, ne? Anscheinend nicht. Ah! Okay, einfach geradeaus, okay. Ich habe gedacht, der zweite. Schon wieder du. Für die vorliegende Okay. Seid ihr hier, um das neue Klonprogramm zu unterstützen? Ja. Seit Django weg ist, benötigen wir dringend neues Klonmaterial. Und ich habe endlich den perfekten Ersatz gefunden. Der edle Volamander. Meine Forschungen haben gezeigt, dass sein genetischer Aufbau alle Merkmale eines überlegenen Klonsoldaten aufweist. Ihr müsst mir lediglich ein Exemplar bringen, damit wir beginnen können. Es freut mich sehr, das zu hören. Der Volamander sollte auf dem Planeten Yevin 4 leben. Yevin? Ich hoffe, das versteht sich von selbst. Aber ich benötige ein lebendes Exemplar. Achtet also darauf, ihn nicht zu verletzen. Mein Gott, Yevin... Ja, wenn wir wahrscheinlich, ne? Boah, das Spiel macht mich fertig. Das sieht aus wie ein Affe. Ein Orang-Utan, nenne ich ihn auch. So ein Baboon. Dann gehen wir zu dem großen Tempel von Yevin 4. In Englisch wird das ja auch Yavin ausgesprochen, ne? Und auch nicht Javin oder Javin, ne? Oder Yevin. Oh, Leute, man könnte meinen, die Leute kennen sich gar nicht mit Star Wars aus. Boah. Jedenfalls nicht die Synchronsprecher. Mein Cocktoide war schon da. So, wenn ich der Weg hier immer wieder hierhin führt, obwohl ich hier schon alles erledigt habe. So. Wo bist du?
Gong. Ich habe irgendwie vergessen, ich habe mich schon so daran gewöhnt, dass die alle Gong-Truinen sind. Ich bemerke das schon gar nicht mehr. Hier bin ich falsch. Bezweifle, dass der irgendwo hier drin ist. Ne? Also nicht mal. Wow. Deswegen nehme ich mal an, der klettert irgendwo so draußen rum oder so. Ne? Immer da draußen. Wenn ich nur wüsste, wo draußen ist, ne? Immer so kompliziert. Ich gehe einfach von hier aus. So, ich gehe jetzt einfach hier hoch. Irgendwo auf der Höhe wird das schon sein, ne? Ich gehe aber strategisch heran, ne? Von oben sehe ich das schon alles. Kannst du da 4 Stufen, ey. So. Ich will einfach draußen haben, wo der ist. Wo ist denn das Ding? Was zum Baum ist denn halt auf einmal da? Was? Ist offensichtlich, dass der irgendwo da sein wird. Ich aber nicht da in der Basis rum irgendwo rumeiern, ne? Meine Güte. Warum macht denn ja das Gebiet so riesig? Mir ist ziemlich sicher, er wird irgendwo hier sein, ne? Oder? Ne, irgendwie nicht. Verdammt. Oh mein Gott. Warum ist das Gebiet so riesig? Vielleicht notwendig. Oh man, das ist das Gesamtgebiet, soll ich jetzt hier abkundschaften, um den zu finden, ehrlich. Das ist ein bisschen Overkill, finde ich. Gib mir Infos. Yep, das da oben ist ein Volamander. Oh. Seht ihr, wie elegant er auf dem Ast sitzt? War weniger elegant, als es vorhin so windig war. Fiel fast runter, als der Ast gewackelt hat. Hast gewackelt, alles klar. Boom. Kein Problem. Voll runtergefallen. So, ah! Danke für die Hilfe, gute Frau. Ich werde mich gut um ihn kümmern. Jetzt entschuldige ich mich, während ich hier kurz meinen Thai-Bomber hier in meinen Thai-Bomber einsteige. Aber keine Sorge, ihm geht's gut. Okay. Bin ich doch. What? Das ist also ein echter Volamander. Und davon wolltest du Klone herstellen? Sobald er aufwacht, lasse ich ihn in sein Quartier geleiten. Ich meine, Mandalorianer ist eigentlich schon die beste Rasse, die sie klonen konnten, ne? Wenn ich so ganz ehrlich bin, ne? Und was noch wichtiger ist, noch eine bessere Rasse, die die halt klonen können hier. So reine Siths, die gibt es ja nicht mehr, ne? Mandalorianer sind ja schon relativ krass, ne? Vielleicht Wookies? Lamassu. Den Affen habe ich nicht freigeschaltet. Lustiger Affe, da ist noch eine Quest. Okay. Ich aber sagen, die machen wir beim nächsten Mal, ne? Ich will so eine ganze Questreihe hier in Bewegung gesetzt, ne? Obwohl ich kann ja schon mal annehmen, ne? Beim nächsten Mal werde ich das schon wieder vergessen haben wahrscheinlich.
Deswegen nehmen wir jetzt schon mal und gucken, was damit auf sich hat, ne? Hey, yo. Hier ist es nicht mehr sicher. Die Forschung an einem neuen Typ von Volamander-Klonsoldaten ist schiefgegangen. Die Versuchsobjekte haben sich losgerissen. Diese neue Art von Klonen gilt als äußerst gefährlich. Weshalb natürlich ich mich jetzt um die Sache kümmern muss. Was soll ich da jetzt noch machen? Wenn ihr auf Zack seid, würde ich zusätzliche Hilfe nicht ablehnen. Muss ich einfach ein paar erledigen? Dann kann ich noch machen. Komm. Ich gehe voran. Folgt mir und seid auf der Hut. Na klar, Volamander auf Abwägen. Okay, wenn wir einfach nur ein paar Gegner erledigen müssen, dann komm, machen wir da auch noch. Dann wollte ich ja mit der Secret-Trilogie weitermachen. Und nächstes Mal, weil ich gerade gesagt habe, so war. Hilfe, wir sind in Gefahr. Ja, ich wünsche, ich hätte das früher gesehen. Warum sind denn die Kamoyana hier? Dieser Todesschrei. Ah! Wo sind die ganzen Gongdroide? Hier ist ein Gongdroide. So. Wo kommst du hier wieder? Boah. Was ist denn los hier immer? Wir sind alle erledigt, komm. Bitte, ey, diese NPCs, die man immer hier begleiten muss. Piu, sag ich. Ah! So, weiter. Oh nein, wir sind in Gefahr. Autsch. Wenn das die Volamander-Klone sind, könnt ihr euch dann ein Volamander Wenn wir sehen, ist sicher in irgendeinem Extended Universe ist das ja Canon, ne? Die so Affenklon gemacht haben, ne? Bist du nicht eine Jedi oder irgendwie so weiter? Ja, du bist eine Jedi, ich sehe ein Lichtschwert. Oh mein Gott, jetzt haben sie Flammenwerfer. Sie haben Technologie. Unsere Schöpfung. Sie ist außer Kontrolle geraten. Das passiert, wenn ihr Gott spielt, Leute. Das passiert, wenn ihr Gott spielt. Das war wohl der letzte. Diese Einrichtung ist gesichert. Zumindest bis zum nächsten unverantwortlichen Experiment. Hoffentlich benutzen sie nächstes Mal was Kleineres. Wie ein Wiesler. Die waren ja klein. Ach, stellt euch nur vor, wie... Ich schweife ab. Vielen Dank für eure Hilfe in dieser Gefährdung. Es gibt keine Freude. Ja, Rishi-Labyrinth. Boah. Wo ich dachte, ja, aber komm. Bestimmt alle Quests in den und den Gebieten, ne? Irgendwie so was, ne? Ja, von Gerota war jede Paar am Bars Coffee auf. Sie kommen irgendwie Luminara und. Ach, ist sie nicht die Schülerin von dieser einen, die ja voll versteift ist hier für den Jedi Orden? So, oh, wir haben alles hier. Boah. Gut, haben wir noch Camino komplett abgeschlossen, das ist doch Arbeit, ne? Gut. So, holen wir uns noch mal. Ich vergesse mal diese Dinger hier zu holen, bevor ich hier den Part beende. Die Klettergeschwindigkeit von dem Dings hier erhöhen. Allgemein irgendwie was noch. Ist die Musik im Hintergrund. Das kann ich, weil ich mir noch holen soll. Könnte einen Gedankentrick hier verlängern, ne? Das ist auch manchmal nützlich, habe ich so Gefühl, ne? Ja, warum nicht?
Hin und wieder kriege ich das ja manchmal hin. Gut. Ja, abgeschlossen. Cool. Camino abgeschlossen. Jedenfalls, wenn der Balken immer grün ist, weiß ich dann, oh Gott, hier sind wir fertig, ne? Das ist schon immer gut, ne? Wenigstens bleibt das hier erhalten. Ja gut, dann sage ich, in der nächsten Folge machen wir dann mal mit Episode 7 weiter, ne? Was zum... Die sind alle perfekt aufgegangen. Ah, jetzt ist der ganze Lippenstift kaputt. Wir sind bei 58,42%. Es gibt noch eine Menge zu erkunden. Aber hey, wir sind auf einem guten Weg, habe ich so Gefühl. Die meisten Prozente kriege ich ja irgendwie, wenn ich die Story und so immer weitermache, ne? Und da alles einsammeln, was eigentlich nicht so lange dauert. Gut, dann sage ich, für mich war es das für heute. In der nächsten Folge geht's weiter mit Episode 7. Wir knöpfen uns die Sequel-Trilogie vor, Episode 7, und werden dann wieder ein paar neue Planeten und so treffen, ne? Nur exklusive neue Planeten, ne, glaube ich. Da kommt gar kein alter Planet vor. Gut, freue ich mich drauf. Wir haben ja neue Charaktere, neue Zeitrechnung, neue Ära und so, ne? Und ja, dann gucken wir mal, wie es weitergeht, ne? So. Mit freien Spiel war es das erstmal, aber kommt noch. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss. So viele Gong-Druiden. Sie sind überall.